Fasske da Leute, willkommen auf dem Kanal die Gamebank Bros mit einem weiteren Giveaway. Ein kleines Video mit einem Geschenkle. Es geht diesmal um präsentierte T-Shirts, die wir verschenken wollen. Gibt es zwei T-Shirts, einmal in blau mit Stars drauf. Finde ich nicht so geil wie das andere. Das finde ich viel geiler. Das ist von einem Vierer, ne? Ja. Das ist von einem Vierer und das ist wahrscheinlich auch von einem Vierer. Steht das hier nur drauf. Und die Aufgabe ist wieder mal sehr einfach. Wie heißt der Endgegner, der letzte Boss, der Hauptboss aus dem Spiel? Code Veronica X, Resident Evil Code Veronica X. Kennt ihr das noch? Das war 1998, soweit ich weiß. Nein, 2002. Nein, ich weiß nicht mal, welches Jahr das war. Das war schon so lange her. Aber ich weiß, dass wir kleine Pisser waren. Damals, wenn du irgendwo am falschen Ort gespeichert hast und dir die Munition ausgegangen ist, musstest du irgendwie durchkämpfen damit, was du noch übrig hast. Ich hatte nur ein Messer übrig. Und das ist eigentlich alle mit einem Messer erledigt. Der war so krass unterwegs, hat alle mit einem Messer. Mit alle Messer. Flugzeuge, Panzer, Autos, ohne Menschen, Mitleid, alles mit einem Messer. Einmal XL, was ist das? Auch XL. Ja. Nur, dass ihr wisst, die Größe XL kann man aber auch so. Für Mädchen ist als Kleider benutzt, weißt du? Ja, ist aber ziemlich cool. Bekommt ihr beide, also derjenige, der das gewinnt, bekommt beide. So, Aufgabe ist gesagt, schreibt einen Kommentar. Natürlich muss man auch Abonnent von dem Kanal sein, muss man nicht. Weil wir wollen nicht an jemanden verschenken, der uns gar nicht kennt und einfach nur Geschenke abstauben will. Das geht nicht, das ist nicht cool. Wir verschenken uns nur an Leute, die uns gucken, die uns mögen. Und die auch dafür was zurückbekommen können, ist ja nicht schlecht. Ist ja jetzt nichts Besonderes, aber trotzdem ziemlich coole T-Shirts, die man auch nicht so einfach herbekommt. Wünschen euch auf jeden Fall viel Glück. Ist nicht so schwer, glaube ich, die Frage. Also einfacher geht's wohl kaum. Also dann in dem Sinne, Leute, haut rein. Ja.